Bei unserem ersten Video zum Thema Intervallläufe haben wir uns mit den extensiven Intervallläufen auseinandergesetzt. Da war es wichtig, dass eure Leistung bei ungefähr 60-75% eurer Maximalleistung liegt. Heute legen wir dem Ganzen einen drauf und beschäftigen uns mit den intensiven Intervallläufen. Beim intensiven Intervalltraining sind die Belastungsphasen höchstens wenige Minuten lang und du läufst sie leicht an der aerob-anaeroben Schwelle. Die Intensität liegt bei diesem Training bei 80-90% deiner maximalen Leistung. Als Vergleich, beim extensiven Training hattet ihr eine Intensität von 60-70%. Euer intensives Intervalltraining bringt euch also nochmal ordentlich an eure Grenzen. Aber warum Intervalltraining? Was sind denn überhaupt Vorteile? Zum einen wird die Laktattoleranz deines Stoffwechsels verbessert und die maximale Sauerstoffaufnahme VO2 Max steigt. Und zum Schluss, du entwickelst Tempohärte und kannst in einem Wettkampf flexibler auf Tempowechsel reagieren, falls du zum Beispiel aufgrund von Aufregung im Sporttest zu Beginn etwas zu schnell startest. Natürlich wollen wir euch auch eine Variante zeigen, wie ihr euer intensives Intervalltraining umsetzen könnt. Dafür könnt ihr zum Beispiel ein Intervalltraining laufen, wo ihr 200, 400 und 600 Meter lauft. Das sieht dann wie folgt aus. Ihr lauft 200 Meter und stoppt die Zeit. Sagen wir mal, ihr braucht dafür eine Minute. Dann habt ihr nach den ersten 200 Metern eine Trabpause von 2 Minuten, also das Doppelte von dem, was ihr gebraucht habt. Dann lauft ihr wieder die 200 Meter und peilt wieder diese eine Minute an. Wichtig bei diesem Intervalltraining ist es nämlich, immer in der gleichen Laufgeschwindigkeit zu laufen. Nach den weiteren 200 Metern habt ihr wieder 2 Minuten Pause, wenn ihr eine Minute gebraucht habt. Als nächstes folgen 400 Meter, wieder stoppt ihr die Zeit. Im besten Fall braucht ihr jetzt ungefähr 2 Minuten. Das ist nur ein Beispiel, ihr könnt langsam oder schneller natürlich sein. Hauptsache 80-90% eurer Leistung. Somit habt ihr dann nach den 400 Metern 4 Minuten Pause, also wieder Laufzeit mal 2. Das Ganze wiederholt ihr erneut, wieder 400 Meter laufen, Zeit stoppen und das Doppelte an Laufzeit ist eure Pause, also ungefähr 4 Minuten. Als letzte Intervallrunde folgen dann 600 Meter. Bedeutet, ihr lauft 600 Meter, wieder im gleichen Tempo, also müsstet ihr ungefähr 3 Minuten brauchen bei meinem Beispiel. Somit habt ihr danach 6 Minuten Pause. Das Ganze wiederholt ihr nochmal, also wieder 600 Meter laufen und dann habt ihr aber keine 6 Minuten Pause, sondern nur 3 bis 5, je nachdem wie schnell ihr euch erholt. Dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Diese Intervalle macht ihr nun dreimal hintereinander, also 2x200, 2x400, 2x600. Und immer nach dem einen Intervall habt ihr 3 bis 5 Minuten Pause, um euch zu erholen. Und bei dem ganzen Sport vergesst natürlich nicht, euch vorher ordentlich aufzuwärmen und auch danach einen Cooldown zu starten. Auch da kennt ihr ja vielleicht unsere Videos und wenn nicht, dann schaut auf alle Fälle mal rein, damit ihr euch nicht verletzt beim Sport. Und wie oft sollte man das Training jetzt nun machen? Liegt euer Schwerpunkt beim Laufen und ihr wollt euch da wirklich verbessern, dann solltet ihr mindestens einmal die Woche diesen Intervalllauf mit in euer Trainingsprogramm einbauen. In unserem vorerst letzten Video werden wir uns nochmal mit Gleichgewicht und Koordination auseinandersetzen. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Sporttestes. Also seid gespannt und bleibt auf alle Fälle dran.